Yo, mi gente, das ist Isaiah Okafor. Die meisten von euch kennen ihn bestimmt noch von dem Video Schweizer Pogba vs. Schweizer Neymar. Mittlerweile ist ein Jahr vergangen und ich habe mich erneut mit ihm getroffen und unter anderem über seine aktuellen Pläne und Ziele gesprochen. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Video Cubanito featuring Isaiah Okafor, aka The Swiss Pogba. Viel Spaß beim Video. Ihr könnt es sehen im Titel und zwar an der rechten Seite. Ich habe ihn hier und zwar Isaiah. Geht mein Bro. Isaiah, als allererstes, ja, wir haben uns, glaube ich, seit einem Jahr jetzt nicht mehr gesehen. Genau. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Also gesundheitlich geht's mir bestens. Ich bin hingegen aber schon seit 6 Monaten verletzt. Bin aber jetzt voll im Aufbautraining und wenn alles gut kommt, bin ich sehr, sehr zeitnah wieder auf dem Platz. Genau. Und ja, ich habe es ein bisschen angeteasert im Intro und ich glaube vom letzten Video, was wir ja vor einem Jahr gedreht hatten, kenne dich schon einige Leute, aber für die Leute, die dich noch nicht kennen, erzähl mal ganz kurz, wo du angefangen hast, Fußball zu spielen ja, einfach ein bisschen über dich, damit auf jeden Fall, die Leute auf jeden ein bisschen Fall. Besser kennen. Ich heiße Isaiah Okafor, ich bin Bruder eines Fußballprofis, Noah Okafor, der spielt Fußball beim Red Bull Salzburg und hat in der Schweizer Nationalmannschaft, hat auch schon sein Debüt gegeben in der A-Nazi. Zurück zu mir, ich spiele in der U16 beim FC Basel und auch in der Schweizer Nationalmannschaft in der U16 und durfte meine ganze Karriere beim FC Basel verbringen. Also ich bin seit 11 Jahren beim FC Basel, seit ich Fußball angefangen habe und bin jetzt immer noch hier, man sieht es hier am Logo, spiele ich Fußball beim FC Basel und ja. Und soweit ich mich erinnern kann, bist du der Denker und Lenker. Ne? Genau. Du bist 10er, 8er, vielleicht noch ein bisschen mehr auf diese Position eingehen, warum kam es dazu oder was gefällt dir an der Position? Mir gefällt gut, also ich bin einer, der viel fürs Team machen will und ich bin auch, meine Stärke ist das Passspiel, ja. Ich bin sehr passsicher und sorry, wenn ich kurz reingehe. Leute, wir haben übrigens schon eine Challenge aufgenommen. Die kommt bald für euch online und da sieht man. Vielleicht kann ich jetzt schon einblenden. Also Passspiel sehr. Okay. Okay. Ja, Leute, ihr habt sie jetzt auf jeden Fall gesehen, eingeblendet. Isaiah, du hast es angesprochen. FC Basel jetzt. Da ist. Weil Leute, das ist mit dem BSC Jambus in der Schweiz Top-Top-Verein. Wie gehst du um mit diesem Leistungsdruck? Weil ich glaube, also klar, man kennt dich auch, eben dein Bruder, da gehen wir später nochmal drauf ein. Ich habe ihn ja auch begleitet da bei Nations League, wo er sein Debüt gemacht hat mit der Schweiz. Also grüß gehen auf jeden Fall raus an Noah. Wie gehst du um mit diesem Leistungsdruck? Ich bin ein Mensch, ich brauche Druck. Ich brauche Druck, um eventuell auch Leistung zu bringen. Einen gesunden Druck. Der hat jeder im Leben und natürlich habe ich manchmal mehr Druck, manchmal weniger Druck und ich bin einer, ich mache viel Motivationssachen. Meine Stärke ist der Druck ein bisschen wegzustecken und mich voll zu fokussieren auf das Spiel, sei es aufs Training, auf ein Gespräch oder ja, also ich gehe eigentlich, also ich liebe Druck, wenn ich es so sagen darf, ich gehe eigentlich so damit um, ja. Und wie kam es zum FC Basel? Wurdest du gescoutet oder? Wo ich 4 Jahre alt bin, habe ich ein Probentraining gemacht, wo ich noch ganz klein war. Okay, und dann an meinem Geburtstag, 22. April, haben die mir dann eine Mail geschrieben, wir würden dich gerne zum FC Basel nehmen. Und dann war das perfekte Geburtstagsgeschenk. Als ich 5 wurde, habe mich FC Basel geholt und jetzt bin ich schon vor kurzem 16 geworden und schon 11 Jahre beim FC Basel, genau. Und du hast es angesprochen, Nationalmannschaft. Hast du da auch schon ein Spiel gemacht? Ich habe schon ein Spiel gemacht. Wir hatten nur ein Spiel wegen Corona und alles. Ja. Gegen Liechtenstein, U17, erstes Jahrgang. Ja. Das Gefühl dort, das war einfach das erste Mal eine Hymne zu hören. Hast du mitgesungen? Oder stand so dort, Hand auf Herzen. Hab mitgefühlt, würde ich mal sagen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein spezielles Gefühl. Aber ich bin ein Mensch, ich nehme das Gefühl, es war und ich schaue in die Zukunft, das war. Mein Ziel ist, Profifußballer zu werden, wie fast jeder junge Fußballer. Und ja, ich schaue weiter. Ich mache dann noch so viele wie möglich Spiele in der Nationalmannschaft absolvieren. Ja, genau. Ja. Und wie gehst du damit, also sprich, trainierst du auch selber für dich? Machst du viel selber? Oder? Ich habe 6-mal in der Woche Training.
Und das reicht mir nicht. Also ich muss selber für mich noch Minimum 2 Trainings, sei es morgen, sei es je nach Zeit mit der Ausbildung. Ja. Aber stimmt, erzähl mal darüber. Ich glaube, das interessiert auch viele. Ausbildung. Nee, wieso? Wie schaut so eine Woche aus? Also meine Woche. Okay, ich habe am Morgen immer Zeit für die Ausbildung. Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag. Mhm, was machst du für eine Ausbildung? Momentan bin ich in einem, sag ich mal, mache ein Praktikum. Okay. Was ich noch mache, muss ich noch schauen. Ja. Denn im Sommer, August, Ende August werde ich mit einer neuen Lehrstelle anfangen. Okay. Und als Kaufmann im Büro. Also ja, ganz simpel. Sportbegleitend, also eine Sportlerlehre. Und ja, ich habe 6-mal der Woche Training, Dienstag, Donnerstag 2-mal und Montag und Freitag am Morgen. Dienstag, Donnerstag natürlich auch am Morgen. Mittwoch ist mein einziger Ruhetag. Laut dem Plan, aber mein Ruhetag gibt es nicht unter der Woche. Ich trainiere noch für mich mittwochs. Wenn ich ausruhe, ist Sonntag, so gegen Mittag. Mhm. Dort werde ich, das sind meine freien Stunden. Okay. Dort investiere ich noch, genau. Und ja, du hattest vorher ein bisschen angesprochen gehabt. Ich will jetzt nicht nur darüber reden, aber es ist nun mal Fakt und ich glaube, sowas ist auch was Schönes, was auch pusht. Dein Bruder, Noah Okafor, ist der Älteste. Genau. Übrigens Grüße auch an den mittleren Bruder, den Elisha, der ist auch Grüße, stark. Bro. Innenverteidiger, ne, ist er, glaube ich. Innenverteidiger, genau. Genau. Das macht schon stolz, so einen Bruder zu haben. Auf jeden Fall, also ich sehe es nur als Vorteil, er kann mir helfen. Ja. Natürlich werde ich auch manchmal angesehen, verglichen mit meinem Bruder und. Aber man wird immer verglichen im Leben. Deshalb, er kann mir Tipps geben, er hat das alles schon durchgemacht. Und wenn ich eine Frage habe, meine erste offene Option. Kannst du irgendwie so ein paar Tipps leaken hier? Ein paar Tipps liegen. Also Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, im Leben werdet ihr viele Höhen und Tiefen haben. Es gibt kein Leben, wo man einfach nur Höhen hat. Ohne Tiefen entwickelt man sich nicht. Und ich möchte euch mit auf den Weg geben, dass man, ihr selbst müsst an euch glauben, weil wenn ihr an euch nicht glaubt, wer will sonst an euch glauben? Und deswegen, also meiner Meinung nach ist, das Wichtigste ist euer Selbstglaube. Und immer dranbleiben, hart trainieren, mehr machen als die anderen und dann kommt das gut. Ja. Dann kommt das gut. Ja, nice. Und alles klar. Wer war das? Du bist ja jetzt auch ein bisschen aktiv auf Twitch. Genau, ja? Also. Twitch, wie kam es dazu? Auch Leidenschaft von dir? FIFA zocken oder? Auf jeden Fall, ich mache es in meiner Freizeit, wenn ich mal ein bisschen frei habe, dann habe ich immer FIFA gezockt. Einmal sogar, vielleicht kann ich das einblenden, du hast einmal sogar einen 30-0 geholt, ne? Genau, ich habe einmal einen 30er-Bon geholt in der Weekend League. Ich bin dazu gekommen beim ersten Corona-Lockdown. Ja. Durfte man nichts machen und dann habe ich gesagt, okay, ich habe hier eine Playstation, ich habe einen Monitor und da habe ich mir eine PS4-Kamera bestellt und habe mit nicht guter Qualität angefangen zu streamen und es hat mir direkt Spaß gemacht, ich habe mich mit den Leuten unterhalten, viel Support kam auch von den Leuten und dann habe ich immer weitergemacht und jetzt wurde es wie ein Bestandteil in meinem Leben und ich mache es nebenbei, es macht mir Spaß, statt ohne zu streamen zu gamen, ich game ja so oder so manchmal. Und ich will einfach mein Gameplay den Leuten zeigen und mit ihnen quatschen und immer eine größere Community aufbauen. Mhm. Und ich kann nur Danke sagen bis jetzt, wie es läuft. Viele supporten mich und muss ich wirklich sagen, danke vielmals. Mhm. Und was sind so deine Ziele jetzt für die Zukunft? Meine Ziele, Priorität da, Fußball. Ich möchte unbedingt Fußballprofi werden. Ich möchte bis ganz nach oben an die Spitze. Und nebenbei noch eine kleine Community aufbauen. Auf Twitch. Genau, auf Twitch, auf YouTube. Ja, genau. Und ich habe sehr nette Leute um mich und ja, kann ich nur ein Dankeschön sagen. Kann mich nur wiederholen. Okay, nice. Ja gut, Miente, dann würde ich sagen, dann war es das auf jeden Fall mit dem Talk. Isaiah, schön, mir mal wieder dich gesehen zu haben. Danke für die Einladung, mein Bester. Die Challenge kommt auf jeden Fall bald für euch raus. Dann sozusagen dann im Teil 2 sehen wir, was der gute Mann für Entwicklung gemacht hat am Ball. Ich kann schon nur mal so sagen, da ist auf jeden Fall der ein oder andere Panner gefallen, habe ich gehört. Freunde, ihr werdet sehen, Freunde, auf jeden Fall wird ein lustiges Video. und ja, ich hoffe, ich konnte euch konnten euch ein bisschen meinen Einblick in meinem Leben weiter näher bringen und ja, dann würde ich sagen, danke vielmals für euren Support. Kuss geht raus, danke, dass ihr immer Kuba supportet, dass ihr mich supportet. Vielen, vielen Dank und ja, haut rein. Ich würde sagen, checkt auf jeden Fall Isaiah ab, checkt seinen Twitch ab, YouTube. Lasst Liebe da beim Kameramann Isaac und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.